Also, wo ich einfach nur so wie jetzt hier was weghaue. Und ich meine, es ist ja auch deutlich schwerer, jetzt hier einfach mal sich was dazu auszudenken. Was soll ich denn erzählen zu einem sensationellen, supergeilen Akt? Ich meine, ich baue Steine ab, ja. Das ist episch geil und ich habe noch nicht eine Kohle gefunden, noch nicht eine Kohle oder irgendwas. Ich glaube, es ist auch nicht so der effektivste Weg, nach unten zu buddeln. Deswegen werde ich das jetzt auch gleich ändern. Ich wollte eigentlich so, weil mir letztes Mal, als ich das Let's Play gemacht habe, wurde mir gesagt, ja, du buddelst ja immer nur ein oder zwei nach unten, dann findest du ja auch überhaupt gar keine Kohle. Ist viel effektiver, wenn du breite Gänge buddelst, dann findest du mehr. Naja, anscheinend ja nicht. So, deswegen werde ich jetzt wieder auf meine alte Methode zurückgehen. Ich werde des Öfteren in diesem Let's Play, also wirklich des Öfteren, das muss jetzt erstmal symmetrisch aussehen hier, deswegen gucke ich, welche Steine ich nehmen muss. Die beiden. Des Öfteren in einem Let's Play auch den einen oder anderen, ja, Spruch raushauen, der vielleicht gegen die eine oder andere Bevölkerungsgruppe, sagen wir mal, missverstanden werden können. Ja, ich habe vorhin oder in einer letzten Folge ja bereits einmal den ostdeutschen Akzent nachgemacht, auch wenn ich es jetzt gerade nicht kann. Es ist immer am besten, wenn ich spontan mache und nicht drüber nachdenke. Ja, das ist nicht persönlich gemeint. Also ich habe jetzt nichts gegen Ossis oder gegen Menschen aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Oder so. Ich habe auch nichts gegen Gölsch People oder Hesse. Ne? Das sind alles die gleichen Menschen, ist alles gleich. Von daher habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich bitte das nicht so als so zu verstehen. Ja, der verarscht ja hier laufend in seinem Let's Play irgendwelche Leute. Ja, mei, ich kann ja hier gleich bayerisch reden. Nein. Wissen wir auch gleich, dass ich die Bayern nicht mag. Weil die Bayern haben schwere Schule. Oder in eine schwere Schule. Ja, weißt du Bescheid, ne? Also ich könnte ja auch einfach total scheiße reden und das mache ich sowieso und deswegen guckt man sich eigentlich auch so ein Let's Play an. Ich habe Eisen gefunden! Ich habe Eisen gefunden, ich glaube ich, für einen Freudentanz auf. Oh, das ist ja ein richtig großes Eisenohr. Ein Eisenohre. Ein Ohr aus Eisen quasi. Alter. Und ich habe eine Höhle? Nein. Das sah nur so aus. Egal. Also, Eisen gefunden, bevor ich Kohle gefunden habe, Freunde. Das ist, glaube ich, nicht gesund in Minecraft. Also, das ist eigentlich ja nicht so der Tag, der Weg des normalen Minecraft-Spielers. Und ich habe auch überhaupt keinen Plan, wo ich mich hinbuddel. Ob ich gerade, ich glaube, ich buddel einfach mal gerade fett durch die Insel durch. Einfach mal tiefer und tiefer und tiefer. Okay, jetzt können wir hier einen Gang buddeln oder wir können uns noch tiefer nach unten buddeln. Ich finde, wir bauen das erstmal zu und die Steine sehen immer noch genauso scheiße aus wie damals. Da haben sie ja nichts am Texture Pack geändert. Das ist ja nicht so erwünschenswert. Also ich würde mir von Notch persönlich und von Mojang wünschen, dass sie ein Texture, also dass sie mehrere Texture Packs als das Default zur Verfügung stellen würden. Natürlich würde das die Kreativität der User beeinflussen. Allerdings könnt ihr das immer noch machen. Ich hatte mal früher so ein richtig geiles Texture Pack. Das funktioniert, glaube ich, immer noch. Das war von, wie heißt denn der Film hier? Tron. Das war so übelst basic, das Ding. Und ich glaube, das werde ich auch mir wieder raussuchen, obwohl das ein bisschen krank aussah und ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert. Ja. Apropos Texture Packs und Skins, für Leute, die wissen möchten, was hast du denn da für ein Skin? Wie siehst du denn aus? Ich zeige ihn nochmal. So sehe ich aus, voll so ein Opfer. Das ist der Radio CC Skin. Für die Leute, die nicht wissen, was The Radio CC ist. Ich hoffe, ich laber keine Scheiße an dieser Stelle. Und die Seite ist noch online. The-radio.cc. Einfach drauf gehen und dann wisst ihr schon, was das ist. Für alle Leute, die sich unter Radio nichts vorstellen können, ein Radio, da könnt ihr so Musik hören. Da gibt es moderierte Sendungen. Da gibt es auch weniger moderierte Sendungen.
Und das war jetzt ein Fehler. Nein, das war noch einer. Also nein, da gibt es Sendungen zum Thema Creative Commons. Creative Commons möchte ich an dieser Stelle nicht erwähnen. Oder möchte ich das? Ich habe sowieso nichts zu erzählen. Also, Creative Commons ist eine Lizenz, mit der ihr eure Musik, die ihr selber ausstattet, oder auch Künstler, natürlich allgemein, versehen könnt. Dann habt ihr sozusagen... Ich habe Kohle gefunden! Oh mein Gott! Ja, da muss ich jetzt gleich erstmal runterhüpfen, deswegen machen wir da eine Fackel ran. Und da ich immer so ein bisschen vorsichtig bin... Oha. Oha! Das wird jetzt gleich spaßig, weil hier richtig Kohle ist. Muss ich mir hier gleich wieder hochbauen, irgendwie. Ja, also ihr könnt damit eure Musik versehen und dann dürft ihr oder dann dürfen andere diese Musik verwenden, müssen lediglich euren Namen erwähnen und ihr könnt dann noch ein paar Sachen anders festlegen, aber ja, und dann könnt, dann müssen, muss man sich nicht über die GEMA Sorgen machen. Ja, das ist halt so eine Vereinigung gegen die GEMA, die ganze Creative Commons Community eigentlich. Also für alle Leute, die GEMA nicht mögen, ja, töten wir sie doch alle oder rotten wir sie aus, machen wir sie sinnlos und benutzen Creative Commons Musik. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze hier mit Musik unterlegen werde, kann ich auch nicht sagen. Ich nehme immer noch auf, es ist immer noch die gleiche Aufnahme wie die erste Folge. Und es kann auch mal zwischendurch passieren, dass es einfach so einen Cut gibt. Ah, also es passiert einfach. Boah, alter Junge, willst du mich verarschen oder was? So, ja, dass es so einen Cut gibt einfach und ihr dann plötzlich denkt, was geht denn nur ab? Wieso redet der nicht weiter? Ja, dann ist das Video zu Ende. Dann müsst ihr euch auf den nächsten Tag gedulden, denn ich werde, und das verspreche ich hiermit, nicht hoch und heilig, weil ich kenne mich selber und ich weiß, dass es vielleicht nicht klappt, weil meine Internetleitung heute vielleicht etwas überlastet ist, da ich heute noch Battlefield 3 spielen möchte und ich deswegen nicht 10 Videos auf einen Schlag hochlade, sondern, also man kann ja bei YouTube, für alle Leute, die YouTube nicht als Hochladeplattform benutzen, sondern YouTube lediglich als Plattform benutzen, um Videos zu schauen. Man kann bei YouTube ja gleichzeitig bis zu, ich glaube, 10 Videos hochladen. Dann ist natürlich dementsprechend der Upload langsamer, das ist natürlich klar. Meine Upload-Rate beträgt nicht gerade viel, das liegt an DSL 6000, das wir haben, oder ja, 6000 haben wir. Das ist nicht so geil, aber es ist so, dass ich damit vorerst Vorlieb nehmen muss und Vorlieb nehmen werde. So, ich finde, wir sind jetzt schon ziemlich tief. Ich habe überhaupt keinen Plan, welche... Wir sind, wir buddeln jetzt einfach mal 10 Blöcke geradeaus, einfach straight. Und dann machen wir einen Schwenker oder eine Kreuzung. Ich glaube, wir machen eine Kreuzung. Wir versuchen einfach mal in alle Richtungen weiter zu buddeln. Und